Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 1d, erste Lesung zum Gesetzentwurf der Staatsregierung für ein Gesetz zur Neuordnung des bayerischen Polizeirechts, Drucksache 17/20425. Den Gesetzentwurf begründet Herr Staatsminister Joachim Herrmann. Herr Staatsminister, Sie haben das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Vor sich haben Sie eine umfassende Novellierung des bayerischen Polizeirechts. Das erste der drei Ziele dieser Novelle ist die Umsetzung des EU-Datenschutzrechts im Bereich der Polizei. Konkret bedeutet das etwa eine Erweiterung der Benachrichtigungs-, Auskunfts- und Löschpflichten zugunsten von durch Polizeimaßnahmen betroffenen Personen. Leitgedanke ist dabei, diese hochkomplexe Materie so zu regeln, dass alle Beamten im täglichen Dienst praxisgerecht damit auch arbeiten können. Zweites Ziel der Novelle ist, unsere Regelungen an die verschärften Vorgaben der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts anzupassen. Das bedeutet zum Beispiel Richtervorbehalte, etwa für längerfristige Observationen, verdeckte Ermittler und auch für Vertrauenspersonen. Daneben brauchen wir dezidierte Regelungen der eingeschränkten Weiterverwendung und Übermittlung von personenbezogenen Daten aus verdeckten Maßnahmen. Und darüber hinaus müssen Daten aus besonders sensiblen Maßnahmen, wie beispielsweise der Aufzeichnung überwachter Telefongespräche, durch eine unabhängige Stelle vorab gesichtet werden, ob der Kernbereich privater Lebensführung betroffen ist. Hierzu soll eine neue Zentralstelle für Datenprüfung beim Polizeiverwaltungsamt geschaffen werden. Drittes und gleichfalls wesentliches Ziel der Novelle ist die Weiterentwicklung der präventivpolizeilichen Eingriffsbefugnisse, unter anderem mit Blick auf die fortschreitende technische Entwicklung und die Notwendigkeit effizienter Terrorabwehr. Lassen Sie mich einige Beispiele aus dem umfangreichen Gesetzespaket vorstellen. Wir wollen zum Beispiel das Instrument der DNA-Untersuchung besser zur Gefahrenabwehr nutzen. Es gibt Fälle, in denen eine sichere Identifizierung von Gefährdern nicht möglich ist. Die Polizei soll in diesen Ausnahmefällen die Befugnis zur Feststellung des DNA-Identifizierungsmusters als Ergänzung zu normalen erkennungsdienstlichen Maßnahmen wie Fingerabdruck und dergleichen haben. Daneben wollen wir eine klare Rechtsgrundlage zur DNA-Untersuchung von Spurenmaterial unbekannter Herkunft. Das bedeutet konkret, werden beispielsweise in einer Wohnung Materialien für eine Bombe gefunden, ohne dass zunächst erkennbar ist, wer der Gefährder ist, kann mittels DNA-Untersuchung der Kreis der potenziellen Gefährder eingegrenzt und so am Ende die Identifizierung erleichtert werden. In einem derartigen Fall, aber auch bei vielfältigen anderen polizeilichen Ermittlungsmaßnahmen, besteht außerdem die Gefahr, dass das gewünschte Ergebnis durch sogenannte Trugspuren zunichte gemacht wird. Es kann immer mal wieder sein, dass versehentlich die DNA eines Tatortermittlers in die DNA-Untersuchung gerät und bei den Ermittlungen dann aufgrund dieser falschen Spuren wertvolle Zeit verloren geht. Um diese Gefahr auszuschließen, soll nun eine klare Rechtsgrundlage für eine sogenannte Trugspurendatei geschaffen werden. Das bedeutet, dass die DNA von Personen, die regelmäßig Umgang mit Spurenmaterial haben, zum Beispiel aus der Rechtsmedizin oder aus dem Landeskriminalamt und, dass sie mit deren ausdrücklicher Zustimmung in eine Datenbank aufgenommen werden kann. Aufwendige Ermittlungen in die falsche Richtung können so vermieden werden. Auch im Bereich der Sicherstellung müssen wir mit der Zeit gehen. Die offene Sicherstellung soll zukünftig auch bei nicht körperlichen Dingen möglich sein. Das sind etwa im Finanzbereich unbare Vermögensrechte wie Forderungen, virtuelle Währungen, Bitcoins zum Beispiel, aber auch Daten. Auch solches virtuelles Material soll entsprechend festgelegt werden können, sichergestellt werden können. Eine solche Sicherstellung kann beispielsweise erforderlich sein, um den rechtmäßigen Inhaber vor Verlust zu schützen oder um zu verhindern, dass etwa Bitcoins für illegale Käufe genutzt werden. Gerade im Finanzbereich darf es keinen Unterschied machen, ob es sich um inkriminiertes Bargeld oder um Buchgeld handelt. Obwohl sich, liebe Kolleginnen und Kollegen, mehr und mehr Kriminalität ins Internet verlagert, wollen wir auch im Präventivbereich bei Gefahren für bedeutende Rechtsgüter die sogenannte Postsicherstellung ermöglichen.
Denn es hat sich gezeigt, dass gerade bei verdeckten Bestellungen, beispielsweise selbst bei Waffen, über das Darknet zur Auslieferung häufig wieder der konventionelle Postweg genutzt wird. Diese Postsendungen müssen natürlich, wenn die Polizei darauf aufmerksam wird, sichergestellt werden können. Im Bereich des Grenzschutzes wird nun ausdrücklich klargestellt, dass die bayerische Polizei die gleichen Befugnisse wie die Bundespolizei hat, wenn sie im Auftrag oder mit Zustimmung des Bundes ebenfalls grenzpolizeiliche Aufgaben wahrnimmt. Dies ist im Hinblick auf die Wiedereinführung einer bayerischen Grenzpolizei schon jetzt sehr wichtig. Aber auch im technischen Bereich muss die Polizei fit für die Zukunft sein. Deshalb ist eine klare Regelung für die Fertigung von offenen Bild- und Tonaufnahmen mittels Bodycam vorgesehen. Die Bodycams wurden ja in einem vielversprechenden Pilotversuch getestet und soll dem Eigenschutz der Polizeibeamten, aber auch dem Schutz der Dritter dienen. Ohne dem Ergebnis des Pilotprojekts vorzugreifen, das ich in absehbarer Zeit dem Bayerischen Landtag natürlich auch vorlegen werde, deuten die ersten Ergebnisse klar darauf hin, dass das polizeiliche Gegenüber, wenn es die polizeilichen Aufnahmen wahrnimmt, häufig weniger aggressiv reagiert. Das heißt, allein die Tatsache, dass ein potenzieller Täter merkt, dass der Polizeibeamte ihm gegenüber eine solche Bodycam hat und ihn jetzt aufnimmt bei seinem Reden und Handeln, führt dazu, dass mancher Täter dann eben nicht auch noch mit der Faust zuschlägt, sondern sich lieber zurückzieht. Auch bei der sonstigen Videokameratechnik gibt es neue Entwicklungen, etwa im Bereich der automatischen Bilderkennung. Wir wollen daher zukunftssicher und rechtsklar regeln, dass automatisch bestimmte Muster, zum Beispiel ein alleinstehender Koffer am Bahnsteig oder ein bestimmtes verdächtiges Verhalten von Personen, automatisch erkannt werden können. Unter strengeren Voraussetzungen wollen wir mittels Echtzeitbildabgleich mit polizeilichen Dateien gegebenenfalls auch die Identität eines Gefährders feststellen. Schließlich wollen wir mit dieser Gesetzesnovelle auch eine klare Regelung für den Einsatz von Drohnen entsprechend schaffen. Drohnen stellen eine wichtige Ergänzung der Hilfsmittel der Polizei dar, etwa bei der Videoüberwachung oder bei der Ortung von Handysignalen oder bei der Vermisstensuche. In solchen und anderen Fällen können Drohnen wichtige ergänzende Hilfe leisten, wenn beispielsweise ein Polizeihubschrauber witterungsbedingt nicht zur Verfügung steht.